Hallihallo und willkommen zurück zu Raytracing in Java natürlich. Ja, wir werden heute hoffentlich unsere Schattenberechnung fertig kriegen. Und ja, ich hoffe, es hat euch dann auch soweit gefallen. Und es wird natürlich wieder eine Weile dauern, bis es hier weitergeht. Ich muss ja erstmal selber weiter programmieren. Ich mache das natürlich auch immer so stückchenweise. Allerdings, ja, dauert es ein bisschen. Gut. Wir haben das letzte Mal hier in unser Red alles rein addiert, was wir so hatten, also den ambienten Teil, den diffusen Teil und den spekularen Teil. Wie genau das ging, werde ich jetzt nicht nochmal erläutern, logischerweise, da ich annehme, dass die Leute, die jetzt gerade zugucken, eh das letzte Video gesehen haben. Ja, und jetzt brauchen wir noch Folgendes: Wir müssen den noch ein bisschen skalieren, sonst wird das alles hier zu hell. Wir müssen nämlich, je weiter wir weggehen von dem Licht, desto dunkler wird es im Normalfall. Sprich, wir brauchen eine sogenannte Distanz und dann nehmen wir einfach die Position L.getPosition. Achso, ich bin außerhalb der Schleife, ne? Ups. Nein, da hätte ich das gerne. Also L.getPosition. Nein, getPosition. Da war ich doch gerade drauf. Was macht's denn jetzt schon wieder? So. Subtrahieren davon wieder mal unsere aktuelle Position. Und davon wollen wir dann die Länge haben. Habe ich das in util ausgelagert? Könnte es sein? Nein. Ich habe gerade nachgeguckt. Die haben wir tatsächlich noch nicht geschrieben, die Methode. Krass, ich dachte, wir haben die schon lange. Okay, ja, ist auch kein Stress. Die Length-Methode schreibt sich sehr, sehr schnell. Und zwar, im Prinzip machen wir damit nichts anderes als einmal kurz von dem jetzigen Vektor ein Skalarprodukt zu berechnen mit sich selbst und das zurückgeben. Und schon fertig. Perfekt. Okay, also machen wir direkt weiter. In unserem Material natürlich. So, wir haben hier also jetzt unsere Distanz von der Lichtquelle L zu unserer aktuellen Schnittpunktposition. Und ja, jetzt wollen wir. Oh, ups. Dieses dämlichen Makros immer. Jetzt wollen wir hier in unsere Summe, also in unserem gesamten Summenblock hier, wo wirklich alle Lichtquellen dann auch draufkommen, wollen wir den skalierten Teil davon drauf addieren. Und zwar machen wir das Sum.add und ja, dann kommt hier einmal dieses Return rein. Und zwar mit einer Skalarmultiplikation mit unserer Distanz. Aber wir wollen ja, dass es dunkler wird mit der Distanz. Sprich, wir teilen durch die Distanz. Und wir machen das nicht nur mit der Distanz, sondern wir machen die Distanz zum Quadrat. Warum, fragt mich bitte nicht, das weiß ich nicht. Anscheinend sieht es einfach toll aus. Ich habe das auch nicht von irgendwoher, sondern ja, schaut mal bei Wikipedia vorbei, Phong Shading und so. Da steht auch sowas drin. Ich glaube, ich habe es von Wikipedia. Ansonsten war es aus der Uni. Ja, und hier wollen wir natürlich dann nochmal eine Skalarmultiplikation drauf haben. Denn wir wollen, wir haben hier oben ja die ganzen Sachen mit Intensitäten angegeben. Also wie stark ist das Licht quasi. Und hier muss jetzt natürlich noch rauskommen, okay, ich brauche da tatsächlich eine Farbe davon. Und deswegen muss ich das nicht mit D, sondern mit 255, weil 255 Farben und so. Einfach multiplizieren, sprich, dass ich das ausweite auf diese Farben. Gut. So, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen sicherstellen, dass diese Farbe auch tatsächlich eine gültige Farbe ist. Es kann nämlich mal sein, dass wir keine Ahnung, wie viele Lichtquellen haben. Und ja, es ist möglich, dass dann diese Lichtquelle ein bisschen, naja, zu hell waren insgesamt, sprich, wir haben mehr als 255, also hier vorne weniger als mehr als 1 bei Return überall. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir da auch nicht drüber schießen. Min von 255 und sum.x. Und das machen wir jetzt mit allen, einfach zum Sicherstellen, wie gesagt, dass wir einen gültigen Wert haben. Y und Z. Ups, andersrum. Hier muss es Z hin. Und da muss es Y hin. Ja, also wenn es wirklich zu hell ist, dann machen wir das ganze Ding einfach weiß. Fertig.
Beziehungsweise halt, je nachdem, von welcher Farbe zu viel da ist, machen wir es halt dann von der Farbe maximal. Also, selbiges kann leider auch passieren, weil wir vielleicht mal subtrahieren und nicht unbedingt nur addieren, dass wir hier das Ganze zu dunkel haben. Sprich, wir dürfen nicht weniger als 0 haben, sonst ist es auch keine gültige Farbe mehr. Und das wollen wir natürlich auch sicherstellen. Also wir sagen das Maximum aus dem wirklichen Wert und 0 für den Fall, dass wir da einfach zu dunkel waren. So, und dann können wir daraus eine Farbe erstellen, nämlich eine Color C mit einer New Color. Achso, die muss man noch importieren, ne? Ja, habe ich noch nicht getan. Und zwar machen wir dann eine New Color aus. Und jetzt Achtung, wir müssen hier immer runden. Also ich zeige euch kurz, was passiert, wenn wir es so angeben. Wir machen das einfach mal ganz kurz stückweise. So, wenn wir jetzt hier Sum von x angeben, dann haben wir hier erstmal das Problem, dass es ein Double ist. Wir wollen aber ein Int haben. Okay, also was machen wir, weil wir so schlau sind? Wir nehmen math.round. Naja, gut, das Problem ist, math.round liefert uns ein Long, weil Double zu einem Long. Und ja, das Problem ist dann halt, okay, ein Long hat zu viele Stellen, wir brauchen ein Integer. Und wenn wir ein Integer wollen, dann schneiden wir einfach ab, was wir nicht brauchen, denn Long hat einfach nur eine größere Reichweite wie der Integer. Und ja, diese größere Reichweite brauchen wir von 0 bis 255 absolut sicherlich nicht. Wir könnten das ganze Ding sogar in einem Byte speichern. Pro Wert natürlich, versteht sich. Ja, aber da es ein Integer will, kriegt es ein Integer, es soll ja glücklich werden. Und ja, wir geben hier einfach am Schluss dann unsere Farbe zurück, die wir gefunden haben. Get RGB. So, und jetzt kommt der magische Moment, glaube ich schon. Nein, halt, ich glaube, wir haben das noch gar nicht eingerichtet. Wir haben aktuell noch kein Material auf unserer Kugel drauf, nehme ich an, oder? Ja, wir haben noch kein Material auf unserer Kugel drauf. Das bedeutet, wir setzen hier das Material erstmal ist gleich new material.set reference this. So, diese Referenz brauchen wir natürlich. Was? Ach so, ja, natürlich. Ich bin gerade leicht verrutscht. Wir wollen hier einfach nur ein New Material erstellen und setzen dann noch die Reference und das machen wir endlich mal. Wach, jetzt werden die endlich mal angewandt. Ein sinnvoller Zusammenhang. Wir sagen hier m.set reference und setzen hier die Referenz auf this. Ha, okay, das ist ein. Oh, ich freue mich gerade so. Okay, das ist ein Initializer von diesem Field. Im Prinzip ist das auch ein Initializer, aber hier schreibt man wirklich einen expliziten so. Der wird jedes Mal ausgeführt, sozusagen wie der Konstruktor, aber unabhängig vom Konstruktor. Egal, also wenn wir jetzt hier noch 50 andere Konstruktoren hätten, dann würden wir jedes Mal diese Reference auf this setzen und von dem her ist sie uns immer verfügbar. Cool. Okay, also eine sinnvolle Anwendung hierfür. Sehr gut. So, und jetzt geht es direkt weiter. Jetzt machen wir unseren magischen Moment wirklich magisch. Hier brauchen wir allerdings das hier nicht, deswegen raus damit. Ja, jetzt starten wir und wir sehen, dass wir nichts sehen. Woran liegt denn das? Haben wir Fehler gemacht? Nein, wir haben keine Fehler gemacht. Es ist einfach nur zu dunkel. Immer noch zu dunkel, also wir haben noch nicht genug Licht ins Dunkle gebracht. Deswegen hier bei den Lichtern, wo wir ein Licht hinzugefügt haben, einfach mal hier mit den Werten rumspielen und dann schauen wir und starten nochmal und sehen, dass wir tatsächlich was sehen. Es ist zwar immer noch relativ dunkel, aber hier, das hier oben, was wir sehen, ist der spekulare Anteil. Das, was hier so leicht verschattet dunkler wird, ist der diffuse Anteil und das, was wir hier unten sehen, ist einfach nur Schatten. Sehr cool. Ja, also theoretisch sollte das wohl so stimmen. Wenn ihr allerdings Fehler seht oder sowas, also ihr könnt da gerne auch ein bisschen mit rumspielen, bitte. Probiert es am besten richtig gehend selber aus. Dann schreibt mir das Ganze. Ich habe das wirklich auch zum Großteil, oder was heißt zum Großteil? Ich habe alles selber geschrieben, sprich, ich kann da relativ schnell irgendwelche Fehler gemacht haben. Und ich stelle euch nur vor, wie ich das Ganze gelöst habe. Es gibt natürlich optimalere Lösungen und es gibt wahrscheinlich auch noch schickere Lösungen als meine. Aber ja, ich würde euch natürlich bitten, einfach mal mir zu schreiben, wenn ihr da irgendwelche Optimierungen habt und ich kann die dann einfach einbauen.
und vielleicht auch austesten oder was auch immer. Alles klar, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wie gesagt, bitte schreibt mir Kommentare. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.